Hallo! Gefall ich euch? Ich dachte, ich probiere mal irgendwie was Neues aus. Ein neues Tuch, neue Frisur, eine neue Mütze. Passt doch super zusammen, oder? Ich habe hier so ein schwarzes Kleid und einen weißen Pulli drüber angezogen. Was meint ihr? Steht mir das? Findet ihr das nicht schön, wie ich heute aussehe? Oder sagt ihr eher, nee, Anja, du leidest wohl an Geschmacksverirrung? Vielleicht habt ihr recht. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Ja, ich glaube, ich leide eher an Geschmacksverirrung. Also so kann ich wohl nicht auf die Straße, oder? Ich ziehe mich mal schnell um. Augenblick bitte. So. So fühle ich mich doch wohler und normaler. Also ich habe euch ein Extrembeispiel gezeigt. Geschmacksverirrung ist eben, wenn einer vielleicht generell einen ganz guten Geschmack hat, aber wenn er doch manchmal, er oder sie, manchmal sehr extrem andere Sachen anzieht, wie ich eben zum Beispiel, und gedacht habe, boah, super, modisch, cool, toll, und fragt dann jemand anders, und wie findest du den tollen Pullover oder die Mütze oder das, was ich eben angehabt habe, oder vielleicht den neuen gelben Lippenstift oder was auch immer. Und der andere sagt, oh nein, du hast dich wohl im Geschmack verirrt. Also normalerweise hast du einen guten Geschmack. Dieser Satz Geschmack, dieses Wort Geschmack bezieht sich in diesem Fall nicht aufs Essen. Also das Essen schmeckt mir gut, sondern Geschmack heißt damit ein Sinn haben, eine gute Auswahl treffen für Kleidung. Das heißt nicht, dass man sich immer verirrt. Also in dem Fall ist es natürlich etwas negativ, wobei es von dem Freund oder der Freundin ja gut gemeint ist. Man will einen doch ein bisschen davor warnen, sich lächerlich zu machen. Also wäre ich mit meiner Verkleidung, meiner Mode eben rausgegangen, wäre das wahrscheinlich sehr peinlich gewesen. Ich hätte es mich auch gar nicht getraut, ehrlich gesagt. Und dann sagt man eben, du leidest wohl an Geschmacksverirrung. Also das hat in dem Fall etwas mit der Kleidung zu tun und nicht mit dem Essen. Ja, vielleicht ist das uns allen schon mal passiert, dass wir etwas gekauft haben, wo wir gedacht haben, boah, super toll, steht mir, sieht klasse aus, der Pullover, die Schuhe, die Hose. Und dann hat uns vielleicht ein guter Freund gesagt, du leidest an Geschmacksverirrung, wie sieht das denn aus? Das heißt nicht, dass der andere recht haben muss. Vielleicht ist er es nur nicht gewohnt oder sie oder der andere leidet an Geschmacksverirrung und in echt ist das sehr modisch. Also es ist ein bisschen subjektiv. Okay, jetzt aber wieder normal und nicht mehr Geschmacksverirrung, obwohl, warte mal, eigentlich, warum immer nur normal? Warum, Entschuldigung, warum immer nur normal? Wieso leide ich jetzt an Geschmacksverirrung, wenn ich mich mal so ein bisschen anders, na, vielleicht die Haare noch mal. Entschuldigung, ich hoffe, es stört euch jetzt nicht, aber ich probiere da doch noch mal was aus. So ein bisschen, man muss ja nicht immer so normal. So vielleicht, oder das Tuch, nein, vielleicht ach, die Mütze noch mal so ein bisschen modisch hier schräg rüber. Nee, es passt. Ah, ich habe eine Idee, vielleicht. So einfach. Und so ist doch auch mal, oder? Ist das jetzt Geschmacksverirrung? Tschüss, bis bald.